Grüß Gott. Liebe Gemeindemitglieder und liebe Besucher unserer Homepage. In der Fastenzeit schenkt Gott uns einige Wochen für die Umkehr unserer Herzen, um unsere Beziehung zu ihm zu erneuern. Jedes Jahr schreibt Papst Franziskus zur Fastenzeit einen besonderen Brief an die Gläubigen. Das Thema im Jahr 2021 ist der Satz aus Evangelium: Wir gehen nach Jerusalem. Fastenzeit ist eine Zeit zur Erneuerung des Glaubens, der Stärkung der Hoffnung und des Wachsens der Liebe. Dieser Weg ist mit dem Gebet, dem Fasten und dem Almosengeben verbunden. Das Fasten ist ein Weg der Armut und des Verzichts, der uns hilft, uns für das Wort Gottes und unsere Nächsten zu öffnen. Es hilft uns, mit der Einfachheit des Herzens das Geschenk Gottes zu entdecken und zu verstehen, dass wir nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind. Das Fasten soll unser Verständnis für die Armen heben und ihnen die Liebe zu schenken, die wir von Gott empfangen haben. Zudem befreit das Fasten unser Leben von dem, was durch das Übermaß an Informationen, Vermögen und Konsum erdrückt wird. Jesus bietet uns die Barmherzigkeit des Vaters vor allem im Sakrament der Vergebung an. Unser persönliches Gebet hilft uns, aufmerksamer für Gottes Wort zu sein. Das Wort Gottes will uns ermutigen, anderen Menschen Trost zu spenden und ihnen zu helfen. Das Gebet richtet uns auf Gott hinaus. Das Gebet hilft somit, unsere Hoffnung zu stärken. Um Hoffnung geben zu können, müssen wir von göttlicher Hoffnung beseelt sein. Dann können wir freundliche Menschen sein, Angst und Eile beiseite schieben, anderen Menschen Aufmerksamkeit und ein Lächeln schenken, ein Wort der Ermutigung sagen. Zu beten gibt Inspiration und ein inneres Licht, das im Alltag hilft. Das Almosengeben ist nichts anderes, als Jesus in der Liebe nachzufolgen. Almosengeben hilft uns, in der Liebe zu wachsen. Es schafft Verbindungen, gegenseitigen Austausch und Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern. Liebe gibt unserem Leben einen Sinn. Almosen, die mit den Bedürftigen geteilt werden, die mit Freude und Einfachheit angeboten werden, schenken Freude. Die Bedürftigen sind uns wichtig wie Familienmitglieder, und wir sind dann wirklich Brüder und Schwestern. Liebe möchte immer konkret gelebt werden und bedeutet, sich um die Leidenden, die Kranken, die Verlassenen, die Einsamen, die Obdachlosen, die Bedrängten zu kümmern. Papst Franziskus lädt uns alle ein, diese Fastenzeit als einen Weg der Umkehr, des Gebets und des Teilens zu leben. Vergessen wir nicht, dass die unerschöpfliche Quelle der Liebe das Herz unseres barmherzigen Vaters ist. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit.